So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar habe ich im Rewe Zender mir diese Maggi 5 Minuten Terrin besorgt, Kartoffelbrei und das in 6 verschiedenen Sorten. Wir haben nämlich, ich kann es euch ja mal zeigen, von der Seite, hier stehen jetzt also 6 Stück. Wir haben einmal Kartoffelbrei, Creme Fraiche Schnittlauch. Wir haben einmal Kartoffelbrei mit Steinpilzen. Wir haben Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln und Croutons. Wir haben Kartoffelbrei mit Blattspinat. Wir haben Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren. Und wir haben Kartoffelbrei mit Fleischklößchen. 6-mal Kartoffelbrei, die will ich jetzt alle zubereiten. Mal einzeln jeden kosten mit einem kleinen Löffel und dann alle zusammen in eine Schüssel geben und das ist dann theoretisch mein Mittagessen für heute. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, fürs Thumbnail das irgendwie hier so zu halten, dass man sieht, alle Kartoffelbrei-Sorten zusammen. Ah! Man muss ja richtig behindert schauen. Das mache ich jetzt auf, da mache ich jetzt Wasser rein, da melden wir uns gleich zurück, wenn wir testen, wie die schmecken im Einzelnen. So, da stehen meine Schätzchen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hinkriege, dass ich das da reinfülle. Immer bis zur Markierung. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Dann wieder hier oben. Dann nochmal da drüben. Das ist Erbsen mit Möhren. Das sieht man schon. Das könnte Steinpilz sein. Ich habe nicht zu viel Wasser gemacht. Wo sind die Fleischklößchen? Wo sind die Fleischklößchen? Ich glaube, das ist gut aufgeteilt. Das wird jetzt rumgemacht. Dann sehen wir uns gleich beim Tasting. So, die Suppen sind jetzt fertig. Ach, die Kartoffelbreis. Zack, die stehen jetzt alle hier. Dies beachtet ihr jetzt mal gar nicht. Das ist die Mad Dog Soße, ne? Die wollen wir jetzt aber alle mal probieren. Im Einzelnen. Angefangen hier mit Fleischklößchen. Ich dachte eigentlich, Fleischklößchen ist die beste Sorte. Einhumpen. Mmh. Wie schön würzig und wie sämig das ist. Gerade von der Konsistenz her. Irgendwie ein bisschen salzig. Irgendwie richtig, richtig salzig, breiig. Ich habe jetzt noch keinen Vergleich. Also nehmen wir uns direkt gleich mal Blattspinat. Der ist bestimmt nicht würzig, das kommt bestimmt von den Klößchen. Blattspinat schmeckt sogar viel besser als das mit den Fleischklößchen, also keine Ahnung. Der hat halt irgendwie so einen richtig muffigen Geschmack gehabt. Der Blattspinat legt sich noch schön auf die Zunge, hat irgendwie trotzdem eine richtig frische Gemüsenote in dem ganzen Frampf, den wir hier aufzwiebeln. Dann haben wir Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln und Croutons. Ob der jetzt noch knackig ist? Mmh. Das knuspert immer noch. Und ist noch, übertrifft nochmal den Blattspinat, also es wird immer besser. Bis jetzt immer eine Steigerung zu merken, je mehr ich esse. Versteht das immer noch nicht mit den Croutons. Die sind da drin, 1000 Jahre. Die werden mit Wasser weich gespült, werden aber irgendwie dadurch knusprig und richtig crispy. Also Croutons immer noch ein Geheimnis für mich. Den fand ich aber jetzt wirklich am besten. Röstzwiebel Croutons. Jetzt haben wir Steinpilze. Der müsste dann auch wieder muffig sein. Richtig weich, warm, mega breiig. Irgendwie die anderen, die haben irgendwie ein bisschen fester gewirkt. Ich habe aber überall wirklich das Gleiche genommen. Auch ganz wenig Geschmack. Pilze merkst du auch kaum raus. Also der ist wirklich sehr leicht. Das ist der Classic, das ist der Original ohne Geschmack. Die anderen sind die richtig coolen Stufen, die richtig coolen Geschmäcker mit Erbsen und Möhren. Da verspreche ich mir auch nicht so viel. Nehmen wir was Grünes und was Gelbes mit raus. Dürfte aber eigentlich auch nicht wirklich so den Geschmack haben. Ich
Okay. Schmeckt besser als erwartet. Auf jeden Fall viel, viel besser als das mit den Steinpilzen. Hat sogar eine leicht buttrige Note noch dabei an den Möhrchen, an den Erbsen. Dann mag ich mir noch gar kein Urteil jetzt erlauben. Und dann haben wir noch Creme Fraiche und Schnittlauch. Nee, Creme Fraiche, Schnittlauch auch nichts. Viel zu wenig Geschmack. Schmeckt eigentlich wirklich nach gar nichts. Also in der ersten Reihe zwischen Creme Fraiche, Schnittlauch, Steinpilz und Erbsen, Möhren ist Erbsen und Möhrchen die beste Sorte. Richtig genial. Hinten Fleischklößchen, Blattspinat und Röstzwiebeln, Croutons, Röstzwiebeln, richtig genial. Ich würde sogar fast eigentlich noch sagen, dass Erbsen und Möhrchen mir komplett am besten geschmeckt haben. Obwohl hinten die knusprigen Croutons drin sind, kennt ihr noch andere Sorten von den Maggi-Kartoffelbreien? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich will das jetzt alles zusammen in diese große Schüssel machen, aber ich möchte von der Mad Dog Soße bitte mal einen Tropfen in jeden Becher machen zum Würzen, zum Zusammenessen. Weil ich das bestimmt in der großen Schüssel nicht mehr richtig rummachen kann. Also versuche ich jetzt mal überall hier einen Tropfen von der Soße. So, eins, dann hier in die Mitte. Zwei, dann hier drüben. Drei, hier vorne. Vier. Fünf. 6. Oh mein Gott, da ist die 7 hinterher gedroppt. Die Mad Dog Soße wird ja sonst nie leer, wenn ihr die nie verbraucht. Theoretisch müsste ein Tropfen für alle 6 Dinger reichen von der Masse her. Wir haben das jetzt hier reingemacht. Jetzt werde ich das ein bisschen rumrühren alles. Ihr seht, dass ja überall ist jetzt hier so ein Punkt drin. So ein schöner Mad Dog Punkt, genau in der Mitte, genau in dem Loch. Das jetzt rumrühren. Obwohl, ach komm, wir rühren es einfach hier um, live im Video. Da ist der erste Becher, den wir jetzt auch gleich nehmen und versuchen hier reinzumachen. Der erste Becher ist auf jeden Fall rumgerührt. Der kommt jetzt hier raus. So. Das machst du aber gut. Dann haben wir gleich den zweiten Becher. Wir rühren ihn erstmal um, dass das hier ein bisschen verteilt ist. Und matschen den auch gleich noch hinterher. Ich hoffe, die Schüssel reicht aus. Der dritte Becher, das war Erbsen und Möhrchen, die so gut geschmeckt haben. Pack mal auch hinterher. Der ist noch richtig heiß. Ich glaube, das war einer der letzten, der befüllt worden ist. So, der vierte Becher mit Blattspinat, aber erst wieder rummachen. Dann hier reinknören. Da ist noch das ganze Pulver übrig. Ich glaube, ich hätte die. Ich habe einfach das Wasser alle kurz umgerührt. Ich hätte das länger umrühren müssen alles. Bei manchen hat sich das Pulver unten noch gar nicht zersetzt. Da ist noch der rohe, unaufgelöste Brei drin. Der besteht ja eh nur aus Staub, ne? Oder guckt euch das doch mal an. Hier, die Konsistenz. Sieht man auf der Kamera sicherlich nicht so. Da ist das ganze Pulver noch so drin, unaufgelöst. So, komm, geh runter. Wir haben den nächsten Becher mit Croissants, Röstzwiebeln und Croissants. Pack mal auch hier drauf, nachdem wir so getan haben, als würden wir es umrühren. Hat nicht ganz so gut geklappt. Es wird auch immer fester, immer breiiger, immer stopfiger. Ah, die Hand tut auch schon weh. Und wir haben noch Creme Fraiche mit Schnittlauch, den wir auch erst versuchen rumzuwühlen und dann drauf zu geben. Ich glaube, in Suppen ist das richtig gut mit der Mad Dog. Da verteilt die sich richtig schön überall in der Brühe. Ihr habt da gleichmäßig auch schön diese gewürzte Schärfe drin. Bei den Kartoffelbreien ist das bestimmt richtig fail,
Wir haben nämlich jetzt eine Schüssel voll mit Kartoffelbrei. Das müssen wir jetzt insgesamt hier nochmal rummachen. Diese ganzen Sorten irgendwie teilen, dass die Geschmäcker sich auch schön vermischen. Wenn das nicht Ramses Kitchen ist, dann weiß ich auch nicht. Vergesst mal alle Star-Köche, vergesst mal alles, was ihr je gesehen habt. Vergesst am besten, wer ihr seid. Lasst euch gehen und lasst uns alle froh und munter sein. Das sieht gut aus. Das ist jetzt ein richtig cooler, bunter Mix. Und jetzt fürs Video zum Abschluss mal eine Kelle hier von diesem super Kartoffelstampf. Bin mal gespannt, wie der schmeckt. Auf jeden Fall kommen die Mad Dog-Soße richtig durch. Du merkst die, obwohl es so wenig war, auf so eine große Fläche. Die Mad Dog-Soße ist einfach unglaublich brutal, unglaublich stark. Aber ihr merkt schon, jeder Löffel, jeder einzelne Löffel aus dieser Schüssel ist ein unglaublicher Genuss. Es wird so warm gerade. Die Augen drehen schon ein bisschen. Und es ist wie immer, egal ob es Getränke sind, egal ob es Essen ist, wenn ihr alles zusammen mischt, habt ihr so eine Geschmacksvielfalt. Das ist immer das Beste, was ihr machen könnt. Ich werde das jetzt hier in Ruhe essen. Ich werde, denke ich mal, die Hälfte essen, weil das doch so viel ist, und die andere Hälfte zum Abendbrot essen. Und es ist übelst scharf und es ist übelst, es brennt ja im Hals gerade. Oh, aber es schmeckt unglaublich gut. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, könnt ihr ja mal machen. 6 Sorten Kartoffelbrei habe ich gefunden. Und dann macht euch ein bisschen noch scharfe Soße dran. Mischt mal alles zusammen. Habt ihr ein super Essen für die ganze Familie. Und nächstes beim Geburtstag sage ich, ich mache Salat, ich bringe Salat mit. Ich habe meinen Kartoffelbrei-Salat gemacht. Da kann sich jeder was drauf tun und essen. Ist bestimmt super und ist wahrscheinlich auch der teuerste Salat der Welt. Und sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmh.